Wir sind hier in der Stuttgarter Straße am Mediamarkt oder Landeszentrum in Kirchheim. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Beim Eintreffen bot sich folgendes Bild. Eine Person war unter einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind sofort vor Ort gekommen und haben das Fahrzeug angehoben und die schwerverletzte Person unter dem Fahrzeug befreit. Es gab von der Rettung her keine Schwierigkeiten. Es hat reibungslos geklappt. Die Person war schwer verletzt, wurde dann dem Rettungsdienst übergeben. Schaulustige waren ganz stark vorhanden. Wir haben dann die Einsatzstelle komplett abgesperrt und auch die Frau so weit abgeschirmt, dass die Schaulustigen das sich nicht weiter angucken konnten. Wir machen jetzt noch Aufräumungsarbeit. Die Feuerwehr Kirchheim war insgesamt mit 24 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen an der Einsatzstelle vor Ort und hat zusammengearbeitet mit dem Rettungsdienst. Hier kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem eine ältere Dame durch einen PKW überrollt wurde. Ja, der Rettungsdienst hat nach Erstsichtung die Patientin erstversorgt. Sie war noch unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien und dann gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Versorgung außerhalb fortsetzen. Wir haben sie nun im Rettungswagen zur weiteren Erstversorgung und werden sie dann durch einen Rettungshubschrauber in ein Zielkrankenhaus fliegen. Die Verletzungen sind noch unklar, aber wir gehen aktuell von schweren Verletzungen aus. Die weitere Person hat ein Glück im Unglück. Es hätte durch dieses Fehlverhalten des Fahrzeuges durchaus weitere Personen in Mitleidenschaft gezogen werden können. Ja, wir haben Freitagabend, das Einkaufszentrum ist voll besetzt und es sind hier zahlreiche Leute unterwegs und da geht einem schon im ersten Moment mal durch den Kopf, ob nicht vielleicht noch weitere Betroffene, Verletzte hier sind. Ja, der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen, einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber im Einsatz.